Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir machen heute zusammen diese total süßen kleinen Boxen als kleinen Herbstgruß. Und da könnt ihr zum Beispiel eine Teebeutelverpackung reinmachen oder auch eine kleine Süßigkeit oder eine Schokolade. Und ja, wie die funktionieren, das zeige ich euch. Die sind super schön, total einfach zu machen und machen richtig Spaß. Ich habe hier auch noch ein paar schon mal vorbereitet. Die sind jetzt ein bisschen anders dekoriert, noch mit einem älteren Designerpapier. Genau. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich kann mich immer ganz schlecht von meinem Designerpapier trennen. Und ja, manchmal muss ich das aber und dann sind solche Verpackungen natürlich total super. Okay. Und wir machen das heute mit dem wunderschönen Designerpapier mit Holzoptik. Also das Holzdekor habe ich hier. Das ist wirklich eins meiner Lieblingspapiere, weil mit dem mache ich unheimlich viel und das kann ich andauernd verwenden. Da kann man sich nicht satt sehen dran. Und das passt alles super dazu. Dann braucht ihr noch ein Stück Flüsterweiß, ein bisschen Wildleder habe ich hier noch. Und ihr braucht noch ein Stück Osterglocke. Genau. Und dann fangen wir mal mit der Verpackung an. Die ist wirklich ganz einfach und man braucht nicht mal Kleber. Ihr müsst euch jetzt die Seite nach unten legen, die ihr außen haben wollt. Also quasi hinten drauf auf einem Projekt. Dann, es ist bei dem Holzpapier nicht so wichtig, aber... Und dann faltet ihr euch das schön in der Mitte. Und zieht euch das einmal so glatt. Und dann faltet ihr euch die obere Spitze runter. Ja, ungefähr auf dieser Höhe. Und dann faltet ihr euch die beiden Seiten rein, so dass diese Linie hier an eurer Faltlinie anliegt. Seht ihr das? Also hier ist die Faltlinie von der Linie, die ihr nach unten geknickt habt. Und auf diese Linie legt ihr euch das an und faltet euch das danach. Und genauso mit der anderen Seite. Hier legt ihr euch auch wieder hier schön an und faltet ihr euch nochmal nach. Und wenn ihr den dann hier so aufmacht, ist eure Verpackung schon fertig. Also ist wirklich total schnell gemacht und hebt auch ganz von alleine, braucht ihr nicht mal kleben. Also total einfach, super schnell gemacht und ich finde sie wunderschön. Dann habe ich mir hier ein Stück Osterglocke und stempel jetzt ein bisschen. Und zwar, zuerst stanze ich noch aus. Ich zeige euch schon mal, ich habe schon ein bisschen was hergerichtet. Ich habe mir nämlich die Blüte dreimal ausgestanzt und die stanze ich mir eben jetzt noch einmal aus. So. Und wie gesagt, ihr braucht die dann dreimal und ich werde jetzt noch ein bisschen inken, dass die ein bisschen so Farbschattierungen hat. Und das mache ich jetzt auch mit Osterglocke und mit meinem Fingerschwämmchen. Ich ink mir die, bevor ich sie nachknicke, ein bisschen, so dass man einfach die Ränder ganz schön erwischt. Ich finde, es geht dann ganz gut. Muss auch nicht perfekt sein, einfach locker über euer Projekt gehen. Bisschen so um jede Blüte. Und wer will, kann es auch noch von der Mitte raus ein bisschen so nach außen streichen. Ich habe euch das ja schon mal gezeigt bei den Seerosen. Das Video, das blende ich euch rechts oben ein. Da habe ich das auch so ähnlich gemacht. Und ich finde, man kann aus dieser Stanze einfach unheimlich viel machen. Und es macht immer total Spaß. Und jetzt falze ich mir die noch ein bisschen nach. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich habe bei dem einen nach oben gefalzt, so, und bei dem anderen ein bisschen so nach unten. Ich möchte es jetzt ausprobieren, wie das aussieht, wenn man das so unterschiedlich macht. Und mache jetzt bei der dritten nochmal nach oben. Das heißt, meine farbige Fläche drehe ich erstmal um und falze mir das dann einfach so über den Daumen. So, dass es dann so aussieht. Dann brauchen wir noch unser Stück Wildleder und wir stempeln jetzt noch ein bisschen und zwar aus dem Set Gänseblümchengruß. Da gibt es diese beiden
Punkte in der Mitte. Und die stempel ich mir einmal in Schokobraun und in Wildleder. Und zwar... Hoppala. Den Stempel, der einen flachen Stempelabdruck macht, also einen gefüllten, den hier, den verwende ich jetzt für Wildleder und den anderen für Schokobraun. Da mache ich mir einfach einen Tupfen hin und jetzt mit Schokobraun noch diese Zeichnung. Ich muss dann nur kurz schauen, ob ich das einigermaßen treffe. Ich hoffe, es passt so. Das sieht man fast nicht, das ist ziemlich dunkel, aber ein bisschen eine Veränderung macht es und das finde ich ganz schön. Und dann stanze ich mir den Kreis noch mit meiner 1,5 Inch Kreisstanze aus. Und das ist dann unser Mittelteil. Ein bisschen was müssen wir noch stempeln, und zwar nehme ich da nochmal Schokobraun. Und also auf meinen Probeobjekten oder meinen Herzeigprojekten habe ich Herbstgruß für dich gestempelt. Das ist aus einem älteren Stempelset, das heißt Herbstgrüße, und das ist wirklich total süß mit den Herzen da und mag ich total gern. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch auch noch einen anderen Gruß, damit ihr auch was verwenden könnt, was es jetzt halt gerade bei Stampin' Up! Im Handel gibt. Und zwar ist das hier der kleine Gruß, den stempel ich da jetzt noch drauf. Und das mache ich eben auch mit Schokobraun. Oh ja, noch einmal. So. Und dann benutze ich jetzt die Wortfensterstanze. Es gibt auch noch eine andere Stanze, die habe ich mir jetzt auch schon bestellt. Die hat hinten so Ecken, aber die ist leider noch nicht da. Und wenn ich mir das ausstanze, dann mache ich den Gruß so ein bisschen mehr auf die linke Seite. Dann ist rechts noch so eine kleine Fläche frei, die ich dann zum unten reinkleben verwende. Wie die andere Stanze heißt, das blende ich euch auf jeden Fall ein. Die gibt es nämlich auch noch mit so Ecken hinten, die passt da auch ganz gut. Okay, und jetzt wird geklebt. Also das Einzige, was wir jetzt kleben, machen wir jetzt. Und dazu benutze ich einfach die Glue Dots, die Klebepunkte, und klebe mir mal meine Blüte zusammen. Mache ich immer so, dass ich mir das direkt da drauf klebe, auf die Klebepunkte, und dann damit kann man die Klebepunkte dann super abziehen. Und das klebe ich mir jetzt so ein bisschen versetzt übereinander. Sieht wirklich schön aus. Also ich finde die Sonnenblume ganz toll. Und ihr könnt es natürlich zum Beispiel auch mit der Seerose machen. Also das bietet sich auch an. Das ist dann nicht ganz so herbstlich, aber auch bestimmt total schön. Und hier seht ihr, wenn man das so unterschiedlich biegt, dann sieht es richtig toll aus. Dann nehme ich den kleinen Gruß, räume mir da auch ein Gluder zusammen, klebe mir das noch an die Spitze vorne hin. Ja, kann man natürlich auch unten dran befestigen. Mache ich vielleicht auch noch, sicherheitshalber, dass es auch hebt. So unten rein. Genau. Und dann brauche ich nur noch einen Dimensional und klebe mir dann noch die komplette Blüte da auf. Und das war's schon. Also ihr seht, diese Verpackung ist total schnell gemacht. Und ich finde, die sieht super, super hübsch aus. Ich mag die wirklich total gern. Probiert es ruhig mal aus. Die ist total schnell gemacht und ach, ich finde sie wunderschön. Ich hoffe, sie gefällt euch auch. Genau, das wollte ich euch auch noch schnell zeigen. Und zwar habe ich hier mit dem Designerpapier Allerliebst gearbeitet. Und das ist auch ein älteres Designerpapier. Und ja, das sind einfach noch ein paar Varianten, damit ihr seht, wie das noch so aussehen kann. Mit den Blumen gefällt es mir wirklich am allerbesten. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Ja, das war's von meiner Seite. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren und werdet immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!